Hey, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim MoWatch. Mein Name ist Peter und ich bin ein großer Fan der Ingenieurmodellreihe von IWC. Mir gefällt das Industrial Design und die flache Bauweise, aber ich bin nicht bereit, 13.000 Euro zu bezahlen für diese Uhr. Und aus diesem Grund habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Hommage-Modell. Und natürlich bin ich auch hier fündig geworden und voilà, rausgekommen ist dieses wunderschöne Prachtstück. Ich habe diese Uhr auf Amazon gefunden, den Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, es sieht dem Originalen schon verdammt ähnlich, muss ich zugeben, aber es steht eben nicht IWC auf dem Ziffernblatt, sondern in diesem Falle Specht und Söhne. Ich habe die Marke vorher noch gar nicht gekannt, habe mir auch noch die schwarze Variante gekauft und wir werden uns jetzt mal im Review gemeinsam ansehen, ob auch die Qualität bei dieser Uhr stimmt. Die Uhr kostet gerade mal ca. 130 Euro, also 1% von der originalen und ja, freue dich auf ein schönes Review, schauen wir uns an, was die Uhr kann. Ja, die Uhr wird in einer ganz simplen Box geliefert, sie liegt auf einem Kissen auf und war auch mit viel Plastik umwickelt und somit gut geschützt. Für mein 17,5 cm großes Handgelenk habe ich bereits drei Bandglieder rausgenommen, somit passt die Uhr nun perfekt an mein Handgelenk. Ja, und das Ganze habe ich mit dem mitgelieferten Werkzeug umgesetzt, somit kann ich auch schon vorab verraten, die Uhr ist nicht verschraubt bei den Bandgliedern, sondern gestiftet. Ja, nicht nur optisch sieht diese Hommage dem Original sehr ähnlich, sondern auch bei den Maßen. Der Gehäusedurchmesser ist exakt 40 mm breit und die Gehäusehöhe gerade mal 10,7 mm. Dadurch bietet dieses Modell eine sehr flache Bauweise und hat sogar genau dieselbe Höhe wie bei der Original IWC Ingenieur. Der Vorteil bei diesem Modell ist allerdings, dass wir hier einen Sichtboden haben, aber dazu später mehr. Mit der Krone hat die Uhr eine Gehäusebreite von unter 43 mm und auch der Lack-to-Lack hat eine angenehme Größe von 46,5 mm und somit dürfte die Uhr auf den meisten Handgelenken sehr angenehm aufliegen. Lass uns weitermachen beim Zifferblatt und bei der Lünette. Beim Auspacken hatte ich einen Wow-Effekt bei dieser Uhr und genau deshalb hat dieses Modell auch einen dauerhaften Platz in meiner Uhrensammlung bekommen. Das Zifferblatt strahlt einem sofort ins Auge und das Waffelmuster oder Schachmuster oder wie man es auch nennen möchte, ist schon ein echter Hingucker. Ansonsten ist das Zifferblatt sehr clean gehalten, man hat nur auf 3 Uhr das Datumsfenster, das silber eingerahmt ist. Ich konnte auch sonst keine Mängel am Zifferblatt entdecken, die Indizes sind sehr sauber appliziert, bieten auch Leuchtmasse genauso wie die Zeiger. Die Lünette bietet einen matten Radialschliff und ist an den Kanten hin abgeflacht und poliert. Die Schrauben sind exakt ausgerichtet, bieten aber keine Funktion, sie dienen rein der Optik. Anders ist das bei der originalen IWC Ingenieur, hier halten die Schrauben wirklich die Lünette am Gehäuse. Egal ob schwarz oder blau, beide Ziffernblätter funkeln in der Sonne und beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Für mich hat die Uhr einen richtig maskulinen, einen kräftigen Ausdruck und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mir das Design insgesamt so gut gefällt. Am gesamten Uhrengehäuse, wie beispielsweise auf der Seite, findet man immer wieder anglierte Kanten. Das bedeutet, dass sie abgeflacht und poliert sind. Das macht einen sehr wertigen Eindruck und ist in dieser Preisklasse auf keinen Fall selbstverständlich. Auch bin ich ein großer Fan der Crown Guards. Der Kronenschutz sieht nicht nur schnittig aus, er sieht auch modern aus, gefällt mir besonders gut. Die Krone ist geriffelt, griffig, hat aber kein Logo appliziert und ist somit sehr clean gehalten. Das Armband besteht aus 2 Gliedern, einem polierten Mittelglied und einem satinierten Außenglied. Hier sind ebenfalls die Kanten des Armbands abgeflacht und poliert, was wirklich einen sehr edlen und hochwertigen Eindruck hinterlässt.
Zur Schließe hin verjüngt sich das Armband und wie anfangs schon erwähnt, sind die Bandglieder gestiftet und nicht verschraubt, was aber in dieser Preisklasse absolut in Ordnung ist. Bei der Schließe handelt es sich um eine klassische Butterfly-Schließe, die ist solide verarbeitet, sehr clean gehalten und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Was mich beim Armband aber etwas stört, ist, dass die Bandglieder relativ eng beieinander liegen und man sich dadurch schon mal das ein oder andere Haar einzwickt. Auch ist das Band dadurch relativ steif. Ich finde aber, dass die Optik das Ganze wieder gut macht, auch wenn das Armband der Nautilus von Patek Philippe schon sehr ähnlich sieht. Auf der Vorderseite ist das Ziffernblatt durch ein kratzfestes Saphirglas geschützt. Auf der Rückseite hingegen hat man nur ein Mineralglas, dadurch kann man aber dem Uhrwerk bei der Arbeit zusehen. Verbaut ist hier ein Miyota 8215. Dabei handelt es sich um ein solides Arbeitstier, das es schon seit den 70er Jahren auf dem Markt gibt und sich schon vielfach bewährt hat. Seit 2019 gibt es auch von diesem Werk eine aktualisierte Version mit Sekundenstopp und ich habe nachgeschaut, auch diese Uhr hat bereits ein solches Werk mit Sekundenstopp verbaut. Voll aufgezogen bietet dieses Uhrwerk eine Gangreserve von 42 Stunden. Auch noch zu erwähnen ist, dass diese Uhr bis zu 50 Meter wasserdicht ist, somit musst du dir keine Sorgen machen, wenn die Uhr draußen im Regen mal ein paar Regentropfen abbekommt. Was mich jetzt zum Schluss natürlich noch brennend interessiert, ist deine Meinung. Schreibe gerne einen Kommentar, ob du findest, dass es sich hier um eine billige Kopie handelt oder um eine gelungene Hommage der IWC Ingenieur. Mal abgesehen davon, dass diese Uhr einem bekannten Modell sehr ähnlich sieht, finde ich dennoch, dass man für sein Geld hier wirklich sehr, sehr viel erhält. Man hat nicht nur eine wunderschöne Uhr mit perfekten Proportionen, zumindest für mein Handgelenk, man bekommt auch noch ein Uhrwerk, das sehr solide ist, das langlebig ist und das es schon viele Jahre auf dem Markt gibt. Das Ziffernblatt kann man durch ein kratzfestes Saphirglas bewundern, somit hat man die Sicherheit, dass auch nach vielen Jahren normalerweise keine Kratzer im Glas vorhanden sein sollten. Wenn dir also dieses Modell auch so gut gefällt wie mir, dann klicke jetzt unten in der Videobeschreibung auf den Link. Es gibt auch noch eine weiße Variante und ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Lass uns dein Abo da, wenn es dir gefallen hat, Like nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.